In den Umfragen liegt die rechtsgerichtete Likud-Partei von Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu wieder vorne. Allerdings reicht es wohl nicht, um die Mehrheit der 120 Sitze im Parlament zu gewinnen. Zum vierten Mal binnen zwei Jahren wird in dem Land ein neues Parlament gewählt. Vieles deutet auf schwierige Koalitionsverhandlungen hin, denn Netanyahu muss Partner finden, um weiterregieren zu können. Auch für das Anti-Netanyahu-Lager dürfte es schwierig werden, auf die nötige Mehrheit zu kommen. Rund 6,6 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, die Abgeordneten der Knesset in Jerusalem zu bestimmen. Wegen der Corona-Krise gelten bei der Abstimmung besondere Sicherheitsregeln. Bis zu 15% der Wähler könnten ihre Stimme außerhalb ihres eigentlichen Wahlbezirks abgeben, etwa Corona-Infizierte oder solche, die sich in Quarantäne befinden. Für sie werden besondere Wahllokale bereitgestellt, unter anderem können sie die Stimme aus ihren Autos heraus abgeben. Die bisherige Regierung unter Führung Netanyahus war im Dezember im Streit um den Haushalt zerbrochen. Der heute 71-Jährige war erstmals von 1996 bis 1999 Ministerpräsident und ist es erneut seit 2009. Die Abstimmung gilt auch als Referendum über Netanyahu. Der Ministerpräsident hat eine der erfolgreichsten Impfkampagnen weltweit geleitet und die Beziehungen zu vielen arabischen Staaten normalisiert. Er steht aber gleichzeitig vor Gericht. 13 Tage nach der Wahl beginnt die Zeugenbefragung im Korruptionsprozess gegen ihn.